Durch einen kleineren Filmauftrag für die evangelische Kirchengemeinde in Weingarten bei Ravensburg konnten wir auch am darauffolgenden Wochenende bei einem kleinen Kirchenfest zugunsten der Diakonie der evangelischen Kirchengemeinde in Weingarten teilnehmen. Ich habe mich für Weinbergblätter gefüllt mit Hackfleisch oder mit Reis entschieden. Und zu meiner Überraschung, die Weinblätter kamen praktisch vom päpstlichen Weingut in Rom. Naja, die Katholiken und Evangelen, die sind sich doch nicht so grün, dachte ich bisher. Aber hier scheint es im kulinarischen Bereich auf jeden Fall zu klappen. Die DIAK freut sich über die Einnahmen hier beim Kirchenfest und wir freuten uns, dass wir den Magen vollhauen konnten mit diesen Weinbergblättern. Der evangelische Pfarrer hat mir noch zugesichert, mir einen Heiligenschein mit Solarzelle, die man an den Ohrenspitzen festmachen kann, sodass er wirklich den ganzen Tag und auch die ganze Nacht richtig leuchtet, dass ich den noch von ihm bekomme. Der Film hat euch gezeigt, es war ein hochheiliger Tag.